So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Und die hat es heute wirklich in sich, denn ich habe Post bekommen vom Zollamt. Es ist ein bisschen her, da haben wir einen Stream geguckt, chill mit Ramses am Montag, da gucken wir immer Videos, am Ende gucken wir immer Badlands Chucks hat er drei Hottest Sodas on Earth getestet. Also richtig scharfe Limonaden. Und ihr wisst, ich trinke ja gerne Sachen, die ich nicht kenne. Ich esse gerne scharf. Und er hat the hottest Sodas on Earth getestet und getrunken. Die haben mich so interessiert. Ich habe gesagt, ich guck mal, ob ich die irgendwie bekommen kann. Jetzt habe ich einen Shop gefunden. Und zwar The Soda Pop Bros. Die Soda Pop Bros. Könnt ihr ja gerne mal bei Google eingeben. Die haben diese Limonaden im Angebot gehabt. Die konnte man da bestellen. Die waren noch gar nicht so teuer. Habe ich mir die bestellt, habe ich mal umgeguckt. Dachte, wenn ich einmal dort bestelle, das ist irgendwo in Kanada gewesen. Wenn ich einmal dort irgendwo bestelle in Kanada, da kann ich ja gleich noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Jetzt ist das so teuer geworden. Ich möchte euch mal kurz einfach nur wegen der Rechnung das alles mal hier aufgelistet und so. Der reine Warenwert der bestellten Produkte liegt bei 69,35. Dafür habe ich mir Getränke gekauft für 69,35. Dazu kamen 186,95 € Versand. Damit die das überhaupt dort aus Kanada bis hierher liefern zu mir nach Hause. Der Versand war teurer als der Warenwert. Aber ist ja okay, das machst du ja nur einmal im Leben. Dann hat es der Zoll bekommen und ich hatte noch nie mit dem Zoll zu tun in dem Sinne. Der Zoll hat mich angerufen, wir mussten angeben, was da drin ist. Jetzt hat der Zoll nochmal 84 € verlangt, damit die das an mich rausgeben. Wir sind also insgesamt bei 340,76 € für die drei hottest Sodas on Earth. 340 € bezahlt. Weil aber nicht nur die drin sind, weil noch mehr drin ist, möchte ich euch jetzt mal zeigen, was das alles ist. Ich habe euch jetzt mal hier mich auf den Stuhl gesetzt, weil das immer so bescheuert ist. Ich habe auch eine Hose an. Wir werden das einfach sein lassen, weil irgendwann hängen die Eier raus und dann war es das. Und ich kann mich nicht immer so ausziehen. Hier steht jetzt Fragile, thank you, Fragile, Handle with care, Glas. Dann habt ihr nochmal Fragile, this ends up. Das ist auf jeden Fall ein mega heftiges, fettes Paket. Und hier oben habt ihr die Soda Pop Bros. Das war die Schatz. Alles Gute. Das ist aber schön, dass du hier liegst und mir Gesellschaft leistest. Das wollen wir jetzt irgendwie auspacken, euch mal zeigen, wirklich, was da drin ist. Für das Thumbnail. Wie halte ich das denn, dass man da nichts sieht? Ich möchte doch hier dieses Schild zeigen. Die Soda Pop Bros. So, ob das jetzt so passt oder nicht, weiß ich nicht. Ansonsten haben wir hier das Paket so. Da ist bestimmt ein Thumbnail mit dabei. 340 €. Wir machen es mal auf. Ich hoffe, es ist auch alles ganz. Das meiste davon müssten ja Dosen sein. Die World's Hottest Sodas sind Flaschen, aber das andere alles sind, glaube ich, Dosen. So, komm her. Mach dich auf. Schreib dich nicht ab. Lern dich zu öffnen. Sesam und so Zeug. Adi Schatz ist auch dabei. Adi, du siehst schon, da geht was ab. Hier ist eine Pappe drauf. Das muss ich euch mal so zeigen. Hier ist eine Pappe drauf, gell? Du machst die Pappe ab, tust die Pappe weg. Dann hast du diese Knisterfolie. Das ist auch schön. Dann hast du richtig toll, richtig gut verpackt. Soll ich das noch nie gesehen, dass jemand so seine Sachen verpackt. Jetzt hier die ganzen Dinge drin. Du siehst schon hier verschiedene Dosen. Irgendwelche Mountain Dew Dosen, Geschmäcker, da ist noch Dose unten drunter. Dann hast du hier Flaschen drin, die extra schön so verpackt sind. Das sieht auch richtig stark aus. Da ist Füllmaterial in den Seitendingern. Ob da auch was drin ist, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein richtig geniales, starkes Paket für 340 €.
Jetzt wollen wir es aber auspacken. Das heißt, wir müssen die ganze Kacke hier mal rauswühlen. Wie macht man das am besten? Wir gehen mal dahin, wo die Dosen sind. Ah, ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Das heißt, ich muss die Seitenwände irgendwie entfernen. Und die versuchen einfach nach oben rauszuziehen. Wir haben eine. Wir haben die zweite. Wir haben die dritte. Wir haben die vierte. Wir haben die fünfte. Die sechste, die siebte, das kann man auch rausziehen. Okay, dann haben wir die achte, wir haben die neunte, wir haben die zehnte, wir haben die elfte und wir haben die zwölfte. Jetzt müsste das alles so passen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Dr. Pepper Zero Sugar Strawberries and Cream. Die sieht richtig genial aus, oder? Eine Dr. Pepper Strawberries and Cream. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das Zeug hinpacke. Ne? Dann haben wir eine Mountain Dew Mystery Flavor Zero Sugar Voodoo. Also eine Voodoo von Mountain Dew als Mystery Flavor. Das ist wahrscheinlich so wie What the Thunder. Dann haben wir eine Mountain Dew Diablo 4 Edition Game Feel Mystic Punch. Das ist auch ein cooles Design, finde ich. Ist alles so ein bisschen metallisch. Sieht aber irgendwie richtig gut aus. Können wir uns auch hier herlegen. Dann haben wir eine Mountain Dew Trashed Apple. Hier ist also ein Apfel drauf. Ein getrashter Apfel Mountain Dew. Mountain Dew kennt man bei uns hierzulande auch. Aber halt meistens nur dieselbe Sorte. Wenn man mal in die Tschechei fährt, findet man andere Mountain Dew Sorten. Aber hier sind so krasse spezielle, die ich gar nicht kenne. Das meiste davon leider trotzdem Zero. Hier habt ihr Mountain Dew Zero Sugar Spark. Spark mit einem Auto in dieser Edition. Das sieht auch interessant aus. Weiter hier rüber. Adi Schatz. Mountain Dew Voodoo 2023. Was ist da der Unterschied? Wo ist denn die andere Dose gewesen? Voodoo, Voodoo, Voodoo. So, das ist 23, das ist 23. Voodoo Zero Sugar, die sehen trotzdem irgendwie beide anders aus. Hier habt ihr ihr Blau oben am Rand und Fledermäuse. Hier habt ihr Schwarz und ein Zombie. Im Endeffekt ist das jetzt dasselbe Getränk, nur mit einem anderen Design. Oder weil es halt Mystery Flavor ist. Vielleicht ist es die What the Thunder. What the Thunder gibt es ja auch. Gibt es die blaue, gibt es die grüne, gibt es die lila, ne? Das müsste wahrscheinlich da auch so sein. So, dann haben wir, was ich auch interessant fand, Warheads. Warheads sind ja diese extrem sauren Bonbons oder Kaugummis, die es gibt. Hier gibt es Warheads Sour als Green Apple Soda. Okay, das nächste Mountain Dew. Warheads müssten auch einige dabei sein. Mountain Dew Frostbite. Und das ist bis jetzt meine Lieblingsdose. Frostbite. Ihr habt hier eine Winterlandschaft, verschneit, alles in eisigem Blau. Und dazwischen ist einfach ein Hai, der den Mund aufmacht, die Zähne und dann beißen will. Frostbite. Das ist so genial. Freue ich mich drauf, auch wenn das bestimmt nicht schmeckt. Gefällt mir auf jeden Fall das Design. Haben wir jetzt hier als nächstes Mountain Dew Baja Caribbean Splash. Hier habt ihr also einen Gecko mit einer Kette dran. Baja Caribbean Splash Mountain Dew in einer sehr fruchtigen Variante. Dann haben wir Mountain Dew Baja Passionsfrucht Punch mit einem Pelikan mit einem Sturzhelm auf. Auch wieder sehr bunt. Sehr passionatisch, ja, muss man so sagen. Wenn uns kein Wort einfällt, finden wir einfach welche. Dann haben wir nochmal Dr. Pepper, Strawberries and Cream. Hä? Jetzt muss ich wieder bei der ersten Dose gucken. Strawberries and Cream Zero Sugar, Strawberries and Cream, ich bin so blöd. Das ist das normale mit Zucker, Strawberries and Cream. Und das ist Zero Sugar, Dr. Pepper, Strawberries and Cream. Aber die Dosen sehen trotzdem interessant aus, deswegen musste man die mitnehmen. Mountain Dew Baja Blast, normal, als Lime Flavor, Original, mit einer Welle drauf,
guckt es euch an, Mountain Dew. Das ist alles Badlands Chucks, der hat ja auch so viele Videos gemacht über Mountain Dew. Warheads Sour Lemon Soda, hier also eine gelbe Warheads als Lemon Soda hingeschmissen. Noch eine Mountain Dew Voltage mit, hier sind wohl lauter Himbeeren drauf. Hier ist so ein Typ, das sieht auch wieder richtig fett aus. Ich muss sagen, die Designs von den Mountain Dew Dosen erfreuen einfach jeden Comic-Liebhaber. Hauen wir auch wieder weg. Nochmal Warheads als Watermelon Soda, natürlich sauer, saure Wassermelone von Warheads Mountain Dew Major Melon. Hier ist der Major Melone, also es ist eigentlich eine Melone, Melonenflavor, aber Major Melon, weil das der Major ist, der euch sagt, wo es lang geht. Sieht wieder sehr gespenstisch aus, irgendwie sehr Halloween-mäßig auch, irgendwie erinnert mich das Ding hier an Slimer. Ja, eine richtig krasse Dose, wieder richtig cooles Design vom Major Flavor. Major Melon, dann nochmal Black Cherry Soda von Warheads, was auch wieder sauer ist. Dann haben wir hier Mountain Dew Spark. Spark mit Auto, wir haben vorhin auch schon was mit Spark gehabt. Spark vorhin war aber glaube ich auch wieder Zero, das ist Spark normal. Ich glaube ich habe einfach jede Mountain Dew Sorte, die da war, angeklickt. So eine Dose hat glaube ich 1,95 € gekostet oder irgendwas. Habe ich angeklickt. Hat sich halt dann alles gehäuft von den Sachen, aber ja, wir haben jetzt hier, was haben wir denn da? Wie kriegt man das hier raus? Ich glaube, die Soda Pop Bros haben selber auch Limonaden, die sie selber da vertreiben in ihrem Shop. Das müssten diese hier sein. Jo, wir kriegen das jetzt alles nochmal ab, ohne dass wir irgendwie die Flasche kaputt machen. Da ist auch überall dieses kanadische Ahornblatt drauf. Guckt euch das mal an. Das ist so eine Soda. Hier müsst ihr halt wirklich aufpassen, weil die könnt ihr einfach aufdrehen. Nicht, dass beim Abreißen jetzt das aufgeht. Das sieht aus wie aus dem Bier-Adventskalender letztens, unsere besonderen Flaschen. Hier seht ihr The Pop Shop Orange. Ne? Gibt es also auch verschiedene mit dem kanadischen Blatt. The Pop Shop Orange haben wir am Start. Versucht die jetzt mal hier rüber zu stellen und irgendwie aufzumachen. Hier haben wir eine Weiße. Was könnte das Weiße wohl für eine Sorte sein? Natürlich steht auch wieder The Pop Shop drauf. Wenn wir es jetzt abziehen, Rocket Blast. Da ist sogar ein Eis drauf. Ein kleines Eismännchen. Guckt doch mal, wie das ausschaut. Das ist doch wirklich cool. Since 1969, The Buys, The Pop Shop, Rocket Blast Turbo Fuse. Und hier ist so ein kleines Eis am Stiel. Sieht aus wie so ein Cocktail. Es ist aber alles alkoholfrei, glaube ich. Zumindest dürfte jetzt nichts dabei sein, was sich hier umbrettert. Das nächste. Pop Shop Cream Soda. Und da ist ein Scheißhaufen drauf. Das ist Cream Soda, genau. Soda Mousse. Cream Soda, Soda Mousse von denen. Wieso sind die so lustig? Und bei Orange war einfach nur eine Orange drauf. Die anderen sind viel lustiger. So, nächstes. Was ist das? Oh, das ist eine von den scharfen Limonaden. Die müssen wir uns aufheben zum Schluss. Wir brauchen erstmal hier die normalen Sorten von dem Pop. Das ist wichtig, dass es nicht durcheinander kommt. Wir wollen das alles irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge haben. Das sieht aus wie eine Cola oder wie Kaffee. Pop Shop Root Beer. Ah, die haben also auch im Pop Shop ein Root Beer. Deswegen ist das auch hier ein Bierhumpen, den man genüsslich dann trinken kann. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das testen soll. Für Hannes ist das ja alles nichts. Vielleicht mal mit dem Muttertier auf der Tastingbank oder so. Dann haben wir Pop Shop Bubblegum. Da ist ein Kaugummiautomat dran, wo die Kaugummis rauskommen. Pop Shop Bubblegum. Ich finde die so schön. Eigentlich darfst du die gar nicht aufmachen und trinken, weil die dann nicht mehr so schön aussehen. Da ist wieder eine Schafe drin. Hier haben wir noch eine Dose Mountain Dew Code Red. Mit Kirsch wahrscheinlich. Hier ist ein riesengroßer Drache, ein riesengroßes Monster, was gerade die Stadt angreift. Mountain Dew Code Red.
Buff Rush of Sherry Flavor. Hier sind Gebäude, da sind Kirschen davor und hier das Vieh, was da ankommt und was da alles in Schutt und Asche legen möchte. Das muss auch noch scharf sein, das legen wir also zur Seite. Das schlitzen wir wieder auf. Also für Pupsi wäre das sicherlich auch interessant, für die Mama vielleicht. Weil viele Sachen sind auch hier ohne Zucker oder mit kanadischem Zuckersirup gemacht. Hier haben wir was Blaues wieder, Cotton Candy. Das ist blau, das ist Cotton Candy, das sieht auch gut aus. Wenn du das austrinkst, die Flasche sieht einfach nach nichts mehr aus. Du müsstest die so lassen mit den Farben, die du gerade hier hast. Das ist unglaublich toll. Das ist alles ungesund. Das ist richtig abartig eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt, aber... Das machst du halt nur einmal. Ich werde nie wieder dort bestellen, das sage ich euch. Dann haben wir Popshop. Grape Raisin. Also hier mit Weintrauben. Das ist ein Soda. Weintrauben-Soda zum Hinstellen. Da kannst du gar nicht so schön durchleuchten wie bei den anderen. Also du kannst es schön aufmachen, ja. Nehmen wir das nämlich jetzt hier noch raus. Haben einen Lime. Lime Ricky Limette. Hätte ja auch Apfel sein können. Grünes Lime Ricky. Oh, diese Farbe. Dann haben wir, das ist bestimmt jetzt Cola. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal hier rein. Black Cherry. Schwarze Kirsche. Ihr seht, zwei Kirschen sind hier am Start. Das packen wir auch wieder hier rüber. Oh, ich setze die Schere hin. Oh, ah, ah. Wie der Whale, als er versucht hat, an sein Handy zu kommen, das Handy runtergefallen ist. Dann musste er den Typ fragen, ob der ihm helfen kann, mal das Handy aufzusammeln. Dann Popshop Pineapple Ananas. Sag mal, steht unten jetzt immer, wieso steht da Ananas? Ist doch deutsch. Wenn dort steht Grape und unten drunter Raisin. Raisin ist ja nicht Traube. Also, ja. Das ist auf jeden Fall gelb. Das ist Ananas. Das sieht auch gut aus. Das stellen wir wieder dahin. Haben wir jetzt, was haben wir denn noch? Wir haben... Hier ist irgendwas umgefallen. Das muss noch. Nee, das ist auch wieder was Scharfes. Gab es 4 scharfe Sorten? Ich dachte, es gab nur 3. Wahrscheinlich gab es 4. So, Dosen sind jetzt nicht mehr drin. Wir haben jetzt nur noch die scharfen Sodas, weshalb ich eigentlich das alles bestellen wollte. Sind die auch zum Aufdrehen? Da müssen wir mal gucken. Das sind jetzt hier die Teile, die wir nehmen wollten. Da ist eine Rakete oben drauf, die nach rechts fliegt. Kann also sein, dass das auch einfach zum Aufdrehen ist. Das ist die erste scharfe Soda. Warning, this soda is very hot. Hier ist aber auch ein Thermometer dran. Ihr seht, das ist noch aushaltbar und es ist ein Jalapeno Pepper Soda. Da ist eben diese Jalapeno drauf. Das ist eine grüne Farbe. Scheint noch okay zu sein. Stellen wir mal, legen wir mal hier rüber. Nee, stellen wir mal da hoch. Ach, ich weiß es nicht. Es fällt eh gleich alles runter, so wie es aussieht. Nehmen wir mal das nächste. Ich kann jetzt die Reihenfolge leider nicht bestimmen. Ich mache es jetzt einfach auf. Kann sein, dass das Schärfste dann schon kommt und dann erst der Rest. Jetzt haben wir als zweites hier, ihr seht, das geht schon weiter hoch. Wir sind nicht mehr unten beim Gelben, wir sind schon hier. Haben nämlich jetzt ein Habanero Pepper Soda in einem richtigen Rot, feuriges Rot, was wir hier sehen. Jetzt habe ich was gefunden, wo ich es draufstellen kann. Den müssen wir hier hinstellen und die Schere ist schon wieder weg. Oh, der Whale kommt wieder zum Einsatz. Beim halber Schneidersitz. Aber dann auch irgendwie doch nicht. Jetzt machen wir das hier auf. Die Schere. Schere ist schon wieder runtergefallen. Wir sind fast bis oben. Das Thermometer steigt. Es ist noch ein ganz klein bisschen frei. Ein Ghost Pepper Soda. Ihr seht schon, die guckt auch schon aggressiv. Die leuchtet hier richtig, die brennt oben rum. Ist sehr orange gehalten. Die anderen, die gucken ja nur so ein bisschen, aber die Ghost, die ist schon richtig brutal unterwegs. Also das sieht man schon. Diesmal hebe ich die Schere nicht auf. Diesmal setze ich ein Zeichen und versuche,
die einfach so aufzumachen. Und jetzt eskaliert es komplett. Ihr seht, das Thermometer ist voll. Es reißt bis hier oben raus. Es explodiert förmlich. Es knallt alles weg. Das ist das Nevada Reaper Soda. Alles war Pepper. Das ist Reaper. Nevada Reaper Soda. Das ist richtig dunkel. Da kannst du auch nicht so durchgucken. Jetzt steht das alles hier. Der Adi liegt auch hier irgendwo. Adi, Schatz, was machst du da hinten? Der Adi macht sich's gemütlich. Das sind noch andere Pakete, die in einem Unboxing auch noch rausgepackt werden müssen. Da liegen die Dosen, da liegt der Müll, da liegt der Adi, Schatz, immer noch. Hier sitzt der Rest drin, das ist auch ein Gewühle. Und guckt euch doch nochmal diese Farben an, wenn wir das hier haben. Das gegen das Licht halten, siehst du da nichts. Hier siehst du schon wirklich diese Bubblegum-Flasche. Hast du hier nochmal das Rootbier? Okay. Hast du aber hier dieses Cotton Candy? Sieht halt wirklich genial aus. Wir haben Cream Soda. Das ist auch am Start. Kommen wir gleich jetzt zu dieser Grün. Das ist Lime. Lime. Limette sieht nach was aus. Ananas sieht auch nach was aus. Halt so gelbes. Und das Orange gehabt als allererstes. Das hat uns gut gefallen. Dann das Weiße hier, was eben Rocket Blast ist. Und unsere vier scharfen Limonaden. Habanero, Pepper, Jalapeno, Pepper, Ghost, Pepper in schönem Orange. Und unser Nevada Reaper, wo du schon auch gar nicht mehr durchgucken kannst. Das war jetzt mein Paket für 340 Euro. Hat sich das gelohnt? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal rein. Hättet ihr das auch bestellt? Wenn nicht, seid froh, dass ich es bestellt habe, wir das mal zusammen testen können. Vielleicht, wenn Hannes da ist, vielleicht probieren wir diese Limonaden zusammen. Das wäre bestimmt richtig cool. Da würde er sich bestimmt freuen, die auch mal zu trinken. Und die Süßen vielleicht nicht, die Scharfen vielleicht. Mal gucken. Alles, was scharf ist, der Hannes ja auch immer interessiert. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi Schatz. Adi Schatz, alles Gute.